Hallo liebe CrossFit Tübingen Community, herzlich willkommen zu einem ersten Kettlebell Workout im Monat Februar. Im Warm-Up kombiniert ihr für 3 Runden in total die Übung Squat plus Rotation, Grinding Kettlebell Side Pulls sowie Pause Diagonal Plank Holds. Danach im Strength Skill Part erwartet euch der Turkish Get Up. Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, gerade eure Technik im Turkish Get Up weiter zu progressieren. Das Ganze wollen wir heute wie folgt vornehmen. Wir bauen ein Pre-Fatigue bzw. zu Deutsch eine Vorermüdung ein. Heißt für euch in Abhängigkeit eurer Kettlebells, also eurer individuellen Lasten, die ihr zu Hause habt, setzt ihr am Anfang, heißt vor den Turkish Get-Ups, entweder Strict Presses oder Push Presses zu gegebenen Wiederholungsanzahl, die wir euch hinterlegt haben, und führt erst danach den Turkish Get-Up durch, sodass ihr halt wirklich euch extrem darauf konzentrieren müsst, die Technik sauber weiter beizubehalten. Habt ihr das geschafft für 4 Runden in total je Körperseite, schließt ihr mit einem MRAP 10 im Workout ab für Kettlebell Snatches, also ein klassischer Long Cycle. Versucht hierbei eure Handwechsel so gering wie möglich zu halten, also so wenig wie möglich die Hände zu wechseln. Wenn ihr das schafft oder je nachdem wie gut ihr darin seid, zeigt das euch gleichermaßen, ob eure Transition passt. Das bedeutet halt, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, besser gesagt, die Kettlebell sauber von oben nach unten herab und umgekehrt abzufangen. Also möglichst wenig Schwierenbildung zu haben. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Karl. Ciao.